Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. In der letzten Folge ist ja leider mein Mikrofon ein bisschen abgekackt, deswegen habe ich in der Zwischenzeit auch nicht so viel Zeit gehabt, irgendwas zu machen. Ihr seht aber, wir haben dort um die Millionen rum. Es schwankt immer ein bisschen her noch, weil dieser Zug hier... Ne, warte mal, das ist der Personenzug gerade. Hallo! Der bringt uns gleich wieder Geld ein, der ist super. Der andere schwankt gerade hier. Hin und her. Aber da finde ich, haben wir einen Fehler gemacht. Oder ich besser gesagt. Ihr wart ja nicht so ausschlaggebend. Ich hätte, um das ganz schlau zu machen, einen zweiten Zug hier einbauen müssen, der von hier aus nach da unten das Fleisch liefert. Und der eine bringt das Fleisch von A nach B. Im Grunde sozusagen, er hat nie eine Leerfahrt. Der fährt einmal leer. Und der kann ordentlich produzieren. Bedeutet, wir werden den Bahnhof hier ein bisschen umgestalten und ihnen ein zweites Gleis geben. Konfigurieren. So. Dann muss natürlich da noch eine... Kein Gütergebäude, sondern eine Plattform hin. Ein Güterplattförmchen. Nein, oh, fuck das ab. So. Und dann können wir wieder raus und ein Gleis platzieren. Ein Gleis, nicht eine Abteilung. So. Perfekt. So, der fährt jetzt wieder zurück. Und jetzt geben wir ihm mal die Essen. Das ist die Fisch. Umbenannt in die Fischlinie. Fisch. Transport. So. Und da wird dann einfach Refem Süd hier unten rausgenommen. Aber erst fahren wir noch Refem Nord. Und dann von da aus weiter. Und das machen wir jetzt ganz simpel. Wenn wir hier machen, tun wir hier sagen, wir entladen Fleisch. Genau. Und hier oben, warum wir auch immer in Refem Ost. Also, entladen haben wir gemacht. Okay. Und in München Anbau. Muss er Fleisch aufladen, genau. Und Fisch komplett entladen. Perfekt. Das sollte jetzt hoffentlich gut machen. Wir haben Deffen, genau. Geben wir ihm hier eine neue Linie von hier aus. Eine Albanon. Neue Linie. So. Neue Linie. Vielleicht sollte ich die Linie löschen und kommt hier eine neue Linie. Du beginnst hier und gehst nach hier unten. Und im Grunde alles raus. Du lädst bloß hier oben Fleisch auf. Genau. Und dort tust du nur Fleisch entladen. Und das sollte hoffentlich funktionieren. Wir werden hier eine kleine preußische geben. Mit ein bisschen Fleischtransport. 1,2 Millionen noch für das alleine. Halleluja, die wird nicht billig. Ich brauche wieder Geld. Hast du wenigstens geladen, sonst wäre das jetzt ganz ungut. Ja, er hat geladen. Perfekt, gut. Wenn dessen sollte der hier Fleisch produzieren, hoffe ich. Wenn nicht, wäre das richtig beschissen jetzt von dem Ding hier. Wäre schön, wenn das produzieren würde, aber dafür muss wahrscheinlich ein Zug auch noch dahin, oder? Kann das sein? Solange produziert er nichts, solange hier keine Verbindung steht. Kann das sein? Kann das sein? So, aber 1,1 Millionen. Die werden wir schneller weggehen, wie sonst noch irgendwas anderes. Shopping wollte ich machen eigentlich. Mit einer preußischen hier. Also mindestens sowas wollte ich eigentlich haben. Aber ich kann weder... Ich kann nichts... Oh, ich hasse es. Was bringt mir denn so eine Millionenbahn? Die liefert gerade mal... Oh. Dann so eine Kapazität. Perfekt.
Und du gehst jetzt auf die Linie 3. Ab dem Zeitpunkt müsste der doch oben wieder Fleisch liefern, oder? Der hat doch genug auf Lager eigentlich. Konsum 52. Weil eigentlich wäre es doch dumm, wenn der jetzt hier nichts sozusagen ablädt, oder? Weil ich denke mir mal, der muss doch eigentlich relativ simpel das transportieren können, oder? Das kostet mich so viel Geld, Alter. Das ist so teuer. Ich hätte wahrscheinlich besser in den anderen zweiten Zug investiert hier. Sag mir bitte, dass der jetzt wieder produziert. Das wäre wunderschön. Komm, sei Ehrenmann. Bitte! Weil im Grunde ist es ja nur ein Umschlagsplatz und der müsste ja genauso funktionieren. Weil Zug A und Zug B treffen da aufeinander. Da kommt die kleine Lok. Bitte produziere jetzt wieder. Ich flehe dich an. Ja, er produziert. Geil. Okay. Es funktioniert. Perfekt. Er wird zwar hoffen, glaube ich, nicht so schnell fahren wie der andere, aber er kann wenigstens ein bisschen was schon mal vorproduzieren. Ja, ich brauche noch nicht unbedingt ein Schiff. Eieiei. Hier fährt unser Transport, Personenzug hin und her. Der macht wenigstens ordentlich Kohle, wenn wir hier auf die Finanzen gucken. Hat der... Oh, der macht richtig Geld. Der kann uns hoffentlich am Anfang über Wasser halten, bis unsere kleine Linie hier... Oh Gott, das ist auch noch die längere Strecke. Eieiei. Also der hätte genug Fische ja liegen, ne? Die Produktion hier hinten ist halt immer das Problem. Aber das sollte hoffentlich funktionieren, wenn Zug A und Zug B sich abstimmen. Komm schon, du schaffst das. Laden. Jetzt liegt hier ein Stück Fleisch. Das erste Teststück Fleisch liegt hier schon. Das wird aber den Zug nicht ins Positive bringen. Das finde ich auch geschwindigkeitsmäßig um einiges schneller. Wie schnell ist denn der? Auch nur 40. Warum bist du so schnell? Und wir sind im Minus. Unsere Einnahmen hüpfen eh hin wie weiß der Kuckuck was. Ich könnte wahrscheinlich eh noch um einiges länger machen. Wäre wahrscheinlich am Ende wahrscheinlich sogar die schlaue Idee. Wo ist das eine Fleisch? Da ist es. Wie geht's hier mit der Ortschaftsfahrt? Das schaut aber eigentlich gut aus. Kann ich hier mal bitte eine Übersicht haben über die Kosten? Die Strecke macht Minus, die Strecke macht Plus, 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 Plus. Alles macht Plus, außer die neue Linie 3. Aber das ist auch klar, die haben noch nicht genug Fleisch zum Produzieren. Das liegt halt daran, dass hier hinten noch nicht das Richtige gemacht wurde. So. Jetzt hat er 26 Fleisch. Das ist... eine ordentliche Portion, das geht schon mal für den Anfang. Ich hoffe einfach drauf, dass ich den in Zukunft erweitern kann. Und mehr Waggons anhängen. Weil der hat ja schon zwar ein paar Anhänger. Ich kann gleich mit Details sehen, wie lang der ist, oder? Der Kapazität, der ist 106 Meter lang. Aber die Bahnhöfe sind, glaube ich, länger. Wenn ich mich nicht irre. Die Bahnhöfe, die standardmäßigen, sind doch länger, die ich baue. 160 Meter, bedeutet, da passt noch ein größerer Zug rein theoretisch. So ist der kleine Student. Ja, der fängt auch wieder zurück. Hast du dein erstes kleines Plus gemacht? Finanzen? Ja, da unten ist es. Das ist ja quasi nix. 1800. Für einen Fisch? Ist doch etwas. Er darf bloß nicht überholen anfangen, weil dann haben wir ein Problem. So,
sobald er überholt, wird das mit den Finanzen ein bisschen knapp. Aber ja, das wird schon irgendwie klappen, denke ich. Schaut ja auch ganz gut aus gerade. Weiß ja nicht, ob das der Zucker da trotzdem wahrscheinlich Standgebühren auch. Oder ob er nur Fahrgebühren hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht ganz, teilweise nicht ganz genau, wie das System funktioniert. Aber er fährt jetzt auf jeden Fall... Ja, annähernd voll. Es geht schon. Bisschen mehr würde noch gehen. Ach ja, wir haben 600.000. Mhm. Wie schaut es denn mit unserem Schienenverkehr und den Waggons aus? Das muss ich hier wahrscheinlich gucken, ne? Mittelmäßig, gut, sehr schlecht. Das sind die Fahrzeuge Brot für Siegenburg. Da müssen wir mal gucken, ob wir die ersetzen können gegen solche Fahrzeuge hier. Ersetzen wir. Dann kommen jetzt hier neue Hightech-Fahrzeuge. Setzt das Hauptquartier deiner Hauptquartier. Oh. Wir bauen ein Hauptquartier. Ich weiß ja nicht, was uns das bringt, aber hey. Ich würde sagen, das Hauptquartier kommt hier außen an die Stadt ran. Oh, warte mal, ich habe hier gleich... Kann ich hier mit Schiff irgendwas machen? Ja. Das ist unser Hauptquartier jetzt hier außerhalb der Stadt. Die Finanzen waren eigentlich immer positiv, die Ausgaben immer negativ. Die Gleise sind gestiegen ohne Ende. Die Städtebevölkerung steigt stetig. Die Finanzen... Ja. Ich habe ein Darlehen noch original. Ich bin also 8 Millionen im Minus. Uncool. Was wird da herum? Noch Waggons. Bedeutet, wir sind hier natürlich schon moderner ein bisschen. Aber hier liegt ja auch immer was auf Lager. So, wie schaut es jetzt mit dem hier aus? Ja, er hat es übertrumpft. Das schaut gut aus. So wollen wir das eigentlich. Aber es ist noch derselbe Monat. Im letzten haben wir hier 282k gehabt und hier Betriebskosten, Einnahmen. Schaut irgendwie gleich aus. Obwohl 20.000 weniger. Ah, das ist nicht gut. Wir müssen ihm mehr geben, damit der positiv bleibt. Die Einnahmen schauen wenigstens positiv jetzt aus. Unser ganzer Stadtverkehr funktioniert auch ganz gut. Oh. Ein Dreiachsacher und ein... Mein Herr Zug da oben. Warte, Fahrzeuge verwalten ging hier. Fischtransport. Wenn wir dich ersetzen. Gegen... Sowas. Und ich habe gesehen, dass solche Hänge ganz sind. Wenn ich einen 120 Meter lang will, dann brauche ich 4,4 Millionen. Aber der ist dann 148 Meter lang und kann 100 Fische transportieren. Wir brauchen nur einen guten Tag. Dann funktioniert es schon. Ich mag mal gucken, wie kriege ich das, wenn ich den jetzt auf positive Zahl. Da hat er auch nur eine Kapazität von 40. Ist zwar kürzer, toll. Das bringt mir nichts. Das bringt mir noch nichts. Eigentlich müsste ich wahrscheinlich eher die Lokomotive irgendwann austauschen gegen eine schnellere und größere. Weil eben in die eine Richtung wollen hier viele Leute. München bräuchte wahrscheinlich auch bald mal eine Verkehrsanbindung. Leute, die könnten wir jetzt mal vorbereiten, damit die Leute hier auch durch die Stadt schön an unsere Personensachen kommen. Bedeutet, wir bauen jetzt erstmal hier eine Straße. Anschluss, zack. Dann machen wir jetzt hier ein Upgrade der Strecke. So, perfekt. Vielleicht wird München in der Zukunft mal ein Kreuzdrehkreuz. Das wäre natürlich cool. Gebäude.
Eine Bus- und Tramstation. Ich würde sagen nicht, dass München so eine der ersten Stationen auch wird mit zwei Richtungsfahrten. Bedeutet, wir bauen immer zwei Stationen. In der Stadt. Und auch da, wo es keiner vermutet, dass Verkehr aufkommt. Aber wer weiß, was in Zukunft alles passiert in dieser Stadt. So, jetzt machen wir Linie. Hier losgehend. So. Jetzt fährt die so rum. Das ist die München 1. Bus 1. Oh, ich habe München geschrieben. München natürlich. Meine Fresse, ich kann nicht mal mehr Deutsch. So, und jetzt kommt die München 2. München Bus 2. Die geht natürlich genau andersrum. Das ist jetzt die München Bus 2. München Bus 2. Perfekt. Und für die werden jetzt erstmal... Oh, wir haben 2 Millionen auf... Oh, für die kaufen wir jetzt natürlich erstmal Busse. Neue Fahrzeuge. 10 Stück bitte. Aber Leute, ich würde sagen, die setzen wir in der nächsten Folge ein. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.